Heute sind wir am Schwarzen Meer. Es wurde 1844 von Fürst Pückler Muskau angelegt. Er hat die Arbeiten hier persönlich geleitet und entstanden ist ein buchtenreicher See mit drei Inseln. Also ich denke, dass Pückler hier einen verwunschenen See in der Waldeinsamkeit schaffen wollte. Er hat die Eichenbäume relativ nah ans Ufer gepflanzt, sodass die sich dunkel in der Wasseroberfläche spiegeln und auch zahlreiche Uferstauden gepflanzt, sodass es ein sehr malerisches und romantisches Bild der Zeit Mitte des 19. Jahrhunderts ergeben hat. Das Schwarze Meer war nicht immer mit Wasser gefüllt. Es wurde 1970 erst von zahlreichen Bäumen befreit oder die wurden gefällt, die sich in dem Inneren angesiedelt hatten. Seit dieser Zeit müssen wir das Schwarze Meer pflegen, damit es so schön erhalten bleibt, wie der Fürst Pückler sich das dachte. Also eine Aufgabe zur Pflege des Schwarzen Meers ist die Herausnahme von Algen und altem Laub und Stöckern. Und es ist eben sehr wichtig, dass das Wasser klar bleibt, damit die Spiegelungen des Himmels und der Bäume auf dem Wasser schön zu erleben sind. Zum anderen fährt Herr Zeithammer mit seinem Boot auf die Inseln und mäht dort die Gräser, die zu hoch gewachsen sind und die Stauden, die Uferrandstauden verdecken, in regelmäßigen Abständen herunter, damit alles schön bleibt.